Im vorhergehenden Lernfilm hast du Animationen innerhalb einer Folie kennengelernt und selbstverständlich kann man auch von Folie zu Folie animieren, also Übergänge definieren. Das wäre dann im Reiter vorher. Du wählst die Folie aus, die einen Übergang haben soll von der vorhergehenden Folie und wählst hier einen Effekt. Da gibt es viele lustige Effekte, wie dieses Schieben, Rollen, Teilen, aber viele sind eben auch wieder sehr unruhig und deshalb bevorzuge ich eigentlich das Verblassen. Das ist also wie bei der guten alten Diaschau, wo eben die Dias ineinander übergeblendet werden. Das finde ich eigentlich fast das Beste. Und selbstverständlich kannst du auch mehrere Folien aufs Mal mit diesem Effekt versehen. Machen wir das gleich. Ich wähle alle mit der gedrückten Umschalttaste aus und wähle diesen Übergang. Und wenn wir uns jetzt die Präsentation mal anschauen, so hat es hier noch keinen Übergang, aber ab hier werden die Folien ineinander überblendet. Das macht das Ganze recht ruhig und angenehm. Hier die Animationen, die wir vorher eingerichtet haben. Ja, das funktioniert ja schon bestens.